Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mal um den Reifenverschleiß nach dem Update angucken und mal gucken, was wir da so machen können und das mal ein bisschen anschauen, was wir so hinkriegen. So, dann werden wir mal gucken. Ich fange mal an und legen wir mal los. Ich bin jetzt gleich gegen die Box und rechts sieht man ja dann mal ganz gut, dass mein rechter Vorderreifen bei 25 oder so, und hinten sind sie bei auch 26, 24 nach 7 Runden, die roten, die Softs. Und der Reifenverschleiß hat sich gebessert. Das Handling hat sich auch gebessert, das fährt sich sogar viel besser. In der Qualifikation von Imola habe ich da gerade eine 1.16.5 gemacht. Da war ich überrascht, weil ich normalerweise nur bei der 1.17 bin. Also muss ich ja eigentlich das Handling schon einigermaßen verbessert haben, weil mein Setup war das gleiche geblieben. Und man fühlt sich sehr wohl. Die Reifen blockieren nicht mehr beim Bremsen. Natürlich habe ich bei mir auch den Bremsdruck auf 85 gesetzt. Und da hatte ich vor dem Update noch blockierenden Reifen beim Bremsen, obwohl ich auch nicht stark gebremst habe. Aber das hat sich jetzt wirklich verbessert, dass man keinen blockierenden Reifen mehr haben wird oder hat. Und wie gesagt, die roten Reifen haben wirklich 25 hinten gehabt. Ich habe halt kein ABS und keinen Traktionskontroll an, ich habe gar nichts an. Ich fahre so ohne was und habe auch kein großes Wheel Spin und so weiter. Und das fühlt sich wirklich sehr gut an. Die Fahrphysik von F123 ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, das setzt gute Benchmark und macht auch viel mehr Laune und Spaß als die F1 23 und 22 und 21. Bei der 22er, da ist ja die Hinterachse immer weggedreht. Da hat mal 1000 PS und so weiter und so fort. Da ist dieses Spiel und dieses Handling wirklich 1A. Und ich bin froh, dass ich den F1 24 mir geholt habe im Voraus, um das wirklich zu spüren. Die Force Feedback, da spürst du richtig alles auf Reifen und auf der Straße. Und ich habe schon mehr als nur einmal das Auto abfangen können, was bei F1 23 und 22 nicht funktioniert hat. Und jetzt sind wir schon fast am Ende des Rennens. Ich wollte es einfach mal nur kurz machen. Da sieht man jetzt, dass die Medium-Reifen auch jetzt so einen Verbrauch haben von 17, 15 nach 6 Runden, nach 6 nein, 9 Runden. Der linke Vorderreifen ist noch sehr schwach verschleißt. Das heißt, wir machen mehr Linkskurven, dass die rechten Reifen wirklich stark beansprucht werden. Und die Temperatur ist meistens bei 90 bis 95, was ich so beobachtet habe. Es ist aber besser als vor dem Update mit dem Reifenverschleiß. Das muss ich mal sagen. Der Grip ist sehr gut. Da gibt es nicht irgendwie Veränderungen oder Verschlechterungen. Das ist eher positiv, dass man sich viel besser fühlt im Auto. Wenn ich nämlich normalerweise eine 17 fahre auf Imola, 1.17 fahre und jetzt in der Qualifikation eine 1.16.5 gemacht habe, da muss ich ja was ganz Schönes verändert haben, dass ich eine halbe Sekunde schneller war in der Quali. Und deshalb, ich meine KI, ich teste noch ein bisschen die KI. Normalerweise bin ich bei einer 89, 90 so Experte, Meisterbereich so. Und ich war jetzt hier bei 87, weil ich jetzt hochschraube langsam, um zu gucken, wann ich mit der KI gleich auf bin. Und wenn ich mir jetzt so den Reifenverschleiß angucke in der letzten Runde jetzt hier, ist er für fast 10 Runden bei 20% sehr gut auf der rechten Achse. Und auf der linken 18% und 12% ist nicht zu weit entfernt, denn ich habe
vorm Update mal mit den roten Reifen 60% auf der linken Vorderachse gehabt, weil immer der Reifen blockiert hat. Und das waren 30% mehr als auf der anderen Seite. So, das war's mal von meiner Seite. Ich wünsche euch schon einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video.